Moin Moin Kradujana und herzlich willkommen zu unserer neuesten 400k-Runde. Liner Nera aus dem TK4-Clan ist etwas gelungen, was nur die wenigsten jemals hinbekommen. Mit der Satsuma die 300.000 zu durchbrechen, das haben schon viele geschafft, die 400.000 aber zu durchbrechen. Gerade in einer Runde, wo wir so viele U-Boote und vor allem auch Zerstörer dabei haben, das ist wirklich etwas, da können wir uns alle eine große Scheibe von abschneiden. Ich bin sehr gespannt, wie die Runde so verläuft, wie hier auf 400.000 Schaden überhaupt geballert wird. Denn, wie schon gesagt, wir haben eigentlich nicht viele Strukturpunkte, die umherfahren. Erste Salve 5.800 auf dem DD, das war schon mal ein guter Start. Patri volle Breitseite, wie schaut's da aus? Oh, bisschen weit hinten, aber kommt noch gut. Oh, 14.000. Ist so eine normale, ist so eine gute Salve. Das ist, bei der Satsuma, da erwartet man mehr. Das ist so eine okay Salve gewesen, ne? 14k, oh, die fährt rückwärts, dieser Zuma. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen da hinten. Und Linear Nera weiß das natürlich auch. Linear Nera. Nere? Ist da Nere im Namen? Nere, bist du's? Nein, ist nicht Nere. TK4, natürlich ein offizieller TK-Clan. Könnt ihr euch auch für bewerben, wenn ihr da mitmachen wollt. Bloß mal so nebenbei. Und ihr seht's ja hier jetzt in dieser Runde. Da werden 400k locker zusammengespielt. Oh. Der Zuma. Geht jetzt wieder vorwärts. Der Shadow Dancer. Mal gucken, ob er ausweichen kann. Jetzt Schattentanz. Nope. Gott, wo war das her? Schattentanz. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff. Das von World of Warcraft damals? Der Schurke? Ich glaube, der konnte immer Schattentanz. War das Schattentanz? Shadow Dance? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkomme. Gott, ich werde alt. Ich vergesse schon so viele Sachen. Dazu mein Gameplay ist immer sehr interessant. Wir haben nämlich eine sehr lange Nachladezeit. Viel Zeit, so gesehen, die nächste Salve zu planen. 27,7 haben wir jetzt gerade. Guter Wert. Hier wurde also das Modul mitgenommen, dass die Nachladezeit runtergesetzt wird. Plus, wir haben gerade schon einen Buff eingesammelt. Wir haben hier Wettrüsten. Dadurch sind die Daten natürlich leicht verfälscht. Keine Frage. Wo sich wieder einer aufregen möchte. Aber an sich ist das immer sehr interessant, denn viel Zeit zwischen den Salven, viel Zeit zu zielen und viel Zeit auch komplett daneben zu ballern. Problem bei der Satsuma an sich ist eigentlich immer die lange Nachladezeit, die jetzt hier natürlich ein bisschen negiert wird. Man muss aber natürlich bedenken, die anderen haben ja auch den Nachladebuff. Sprich, Schlieffen in Neapolis, Hannover, Mecklenburg, Rhode Island, die können auch jetzt alle schneller nachladen. Rhode Island sieht aus, als ob er AFK wäre, der steht irgendwie noch so am Anfang. Oh, guck mal die Salve, wie schön die ankommt. 30.000 hoch auf. 57.000. 27.000 Schaden ohne Zitadelle. 5 Treffer. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Das ist Satsuma-Style. Ich muss ehrlich sagen, in letzter Zeit viel lieber als die Satsuma spiele ich sogar die Shikishima. Weil die hat den gleichen Wumms hinter. Klar, weniger Granaten in der Luft, keine Frage. Aber Ding ist einfach nur geil, weil die Nachladezeit stimmt. Da hast du nämlich auch noch eine geile Nachladezeit. Schön nochmal 10.000 hinterher. Lässt dazu mal hier ein bisschen der Nachteil, ist halt immer die Nachladezeit. Aber wenn man da wirklich weiß, wo man sich positionieren sollte, wo man wirklich weiß, wie man Schaden vermeidet, indem dass man halt nicht so schnell rausgeballert wird, hast du hier lange, lange Zeit, die Gegner zu behaken. Ah, hier hat aber die Gegner den Deto gefressen, sehr angenehm, so muss es sein. Oreo Cookie, vielleicht mal ein Deto-Signal investieren. Yamagiri von den Gegnern auch down, 2 DDs und U-Boot schon weg. 10.000 auf dem Kurfürsten. 77.000 Damage nach 5 Minuten ist absolut im Rahmen. Hat schon krassere Runden. Also das 77.000 nach 5 Minuten. Manche haben schon über 100.000 gehabt nach 3 Minuten. Also, oder nach 4 Minuten. Das ist hier alles noch ganz, ganz normales dazu mal Runde. Gute Hits bisher. Schlachtschiffe, die auch nach vorne fahren. Die kann man gut treffen. Die Gegner, ja, schießen mal zurück, aber treffen nicht so wirklich. Das ist hier alles noch völlig tiefenentspannt. 77k. Geht hoch auf. 95.000. 13, 18.000 Schaden gerade gedrückt mit der Salve. Das ist in Kronstadt, das ist in Mecklenburg. Oh. Von der Patrick gibt es hier, von der Satsuma auch. Aber alles gut. Noch 85.000 Leben. Heilbuff wurde noch nicht eingesammelt. Mehr Leben. Oh. Guck mal, maximal Leben an jetzt von der Satsuma. 131.000. Was ein Wert. Ich werde nie verstehen, warum die Satsuma so viel Leben überhaupt bekommen hat. Also jetzt nicht in dem Sinne hier mit dem Buff, sondern allgemein. Weil die Offensive ist ja nur wirklich so gewaltig. Wenn du es mit der Patri vergleichst, müsste eigentlich die Patri deutlich mehr Leben haben als die Satsuma. Ergibt alles nicht so wirklich Sinn. Aber ist egal. Dahinter frage ich schon lange nichts mehr. Das ist schon alles gut gebalanced. Like U-Boote, like CVs. Kennen wir. Ganz schön groß, kann das sein? Mal ein bisschen kleiner, dann seht ihr vielleicht auch mal was hier vom Schiff. Ja, so ist besser.
komisch aus mit meinem Pullover. So eine Zottelarme hätte. So, langweilig. Schieß doch mal wieder. Langweilig. Hallo, Linearnierer. Mach mal was. Langweilig. Für Ticker 4. 115.000 Damage jetzt schon nach knapp 10 Minuten. Schöner Wert, sehr schöner Wert. 4 Gegner sind down, 2 im eigenen Team. Team Grün muss ich ja natürlich jetzt aktiv wegschmeißen, weil wenn Team Grün so weitermetzelt, dann werden wir hier nicht lange Spaß haben, dann ist die Runde nämlich sehr schnell vorbei. Aktuell sieht es eher aus, als ob sich das gerade wieder in so eine 10-11 Minuten Runde hier entwickelt. Wenn die Gegner jetzt alle wegsterben. Wenn wir aber mal oben unsere Mod uns anschauen. Voll, 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 voll. Fast tot, halb, also dreiviertel voll, dreiviertel voll. Oder Viertel vor voll für alle, die Zeit nicht richtig lesen können. Damit ihr das auch versteht. Hallöchen, Kuhfürst. 131.000. Konstadt steht da. Könnte man jetzt schön auf dem Arsch ballern, dreht aber weg. Bringt nicht viel. Der Zimmer steht dahinter. Könnte man theoretisch mit dem Flieger erwischen. Alles gerade nicht so geil. Jetzt auch sehr weit hinten hier positioniert. Die anderen sind alle deutlich weiter vorne. Hannover hat den Kuhfürsten gekillt. Corsair Iron hat zugeschlagen. Na, mal gucken, ob das reingeht. Waffe wäre schon wieder ready, der F-Skill. Oh, 14,8. Schönes Ding. 2 Treffer. Das ist so ein kranker Damage, der hierbei rumkommt. Das ist so krank. Eine Zitadelle würde 23.000 jetzt schon machen. Wahnsinn. How much dive cap does that? Can't you rest 2 more health? Miss! Ich glaube, der hat was gegen U-Boote. Rhode Island down, Shimakaze down. Okay. Von Rhode Island steht hier AFK an der Seite rum. Zu Rhode Island ist da gerade ein Tod gerascht. Okay, cool. Volle Rhode Island. Volle Schiff. Ah, schade, wir daneben. 148.000 Damage. Aktuell mit 45 Treffen und 148.000 ist eine ganz normale Quote. Ohne Zitadelle auch. Das macht ihr, wenn ihr mit das dazu mal 45 Treffer macht, habt ihr das fast immer an Schaden. So 100 bis 150.000 in dem Dreh. Gar kein Problem. Mit der Shikishima genauso. Die 510 mm der Japaner ist einfach nur ein Traum. Das ist einfach nur ein Traum. Wir haben jetzt schon zweimal Nachladbuff, zweimal Damage-Buff. Das wirkt hier natürlich ordentlich mit ein. 22,7 Nachladzeit jetzt schon. Auch sehr schlau jetzt hier nicht zu heilen. Auch wenn man die Heilung schon komplett jetzt hier vorbei hat. Cooldown. Kommt gleich geheilt wird. Weil jetzt theoretisch könnte man durch Adrenalinrausch die Nachladzeit noch drücken. Na, na. Heilen wäre jetzt eigentlich ein Fehler. U-Boot, schnell heilen. Ja, das war die richtige Entscheidung. Da ploppt da ein U-Boot auf. Gleich die Heilung drücken. Also fuck, da ist es. Service mit der Legio down. Fuck, set entire class. Fuck, subs. Andi? Andi, bist du's? Ist das nicht unser Andi aus dem Stream? Andi, what the fuck? Ist los mit dir? Dass der immer mitkommt. Nein, ist er nicht. Andi, was los? Wenn Sebastian so plays. Das wird ihm nicht richtig. Ihr braucht die Spieler nicht flame. Ihr braucht es nicht. Sehen wir übrigens gerade Brandschutz und Co. Oder Brandschutz. Brandschutz glaube ich auch nicht das Skill. Auf jeden Fall, der lange Brand ist an. Sprich, wir haben hier die schweren AP-Granaten auch. Dadurch ist natürlich noch mehr Damage jetzt hier drin. Nachladebuff, der dritte wurde eingesammelt. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt eine Nachladezeit von 19,8. Das Schöne bei den Schiffen ist, mit extrem hoher Nachladezeit, Wettrüsten, Adrenalinrausch und Co., das wirkt bei euch am meisten. Weil es ja immer prozentual ist. Und umso mehr du hast, umso mehr wird prozentual ja auch abgezogen. Glückskatze. Jo, Mausi, alles gut. Alles gut. Mitzi ist zurzeit ein bisschen durcheinander, weil wir haben unseren neuen Flieger jetzt aufgenommen. Der mag nicht so Katzen, haben wir festgestellt. Aber er ist eh erstmal in Quarantäne. Daher alles schick. Braucht keine Angst haben. Der Blicki geht's gut. So, Mecklenburg. Jetzt kriegst du auf den Sack hier, aber richtig. Jo, ganz normale Salve. Oh, hätte ich auch geschossen. Genau so. Aber jetzt, pass mal auf, Mecklenburg dreht ein. Oh, jetzt gibt's für die erste Zita. Gibt's die erste Zita? Komm. Guck doch mal die Granaten, ich sehe nichts. Ja, 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 ja. Und? Affrech, plus 30.000. Keine Zita? Das hätte auch immer passieren können. Oh, bisschen sehr weit vorgehalten. Mecklenburg ist auch voll am Einlenken. Das geht, glaube ich, quer rüber. Das wird das Schiff gar nicht... Ich habe nichts gesagt. Das war 23.000. Easy peasy. Konstadt noch voll. Satsuma, Patri, Mecklenburg, Sandra. 241.000 Schaden erreicht. Also jetzt würde man so liebäugeln mit... Oh, vielleicht schaffe ich die 300k. Da wäre ich jetzt so mit drin. Vielleicht schaffe ich die 300k.
Wäre das cool, wenn das klappt? Oh, guck mal, wie das alles reingeht. Die ist nicht gestorben. Als ob. Wunderschön mit dem F-Skill gerade reingeschmettert. Das hat wehgetan. Ist der Zuma bloß noch 1000 Leben? Patri hat noch gut Leben. Zuma kein wichtiges Ziel gerade. Ist der Zuma sowieso tot? Schön gleich rübergeschossen, gleich nach Gefühl. Oder vielleicht nach Skill, ich weiß es nicht. Irgendwie so, oh, das kloppt perfekt rein. Ein bisschen weit hinten wieder. Nee, war ein bisschen zu hoch. 8300 trotzdem war in Ordnung. Zuma's down. Schliefen geht all in. Und hier TK-Style-mäßig auch, finde ich schön. Finde ich schön. Linear Nera zeigt hier gerade wunderbar, wie man bei den TK-Clans die Insel mitnimmt. Oh, schön. Gelernt beim Großmeister. Immer gern, immer gern. Guckt wahrscheinlich sehr viele Videos von mir. 10.000 Damage. Aber, was ihr nicht wisst, damit wurde der Feind jetzt ausgetrickst, weil die dachten jetzt, Linear Nera fährt da jetzt noch Vollgas weiter, aber die ganzen Granaten gehen jetzt vorne in die Insel rein. Haha, ja, ja. Das war nämlich ein Tactical Beaching, wie man so schön sagt. Ein taktisches Stranden. Deutschen. Okay, okay, kaum gefressen, aber schön ausgeteilt. 312.000 Damage jetzt schon erreicht. Jetzt kommt die Unterwasserseuche. Die Pest ist da. Schnell holt den Pestdoktor. Das ist U-Boot. Sehr gut. Wasserbomben komplett allen daneben gezimmert, so wie es immer ist mit den U-Booten. Man haut das dahin, wo der Ping ist. Das U-Boot steht 3 Kilometer daneben. Es ist immer eine Freude. Es ist immer eine Freude. Bam, Patrick Dauf. Geil. Aber wo 400k? Wo 400k? Da ist noch ein Sandra, da ist noch eine Kronstadt, da ist noch ein U-Boot. Aber im eigenen Team leben noch 6 Leute. Wo 400.000? Die sehe ich hier noch überhaupt nicht. Aua! Das tat weh. Oh, guter Treffer. 14k für Kronstadt. Kronstadt heilt. Oder brennt der? Nee, der heilt. U-Boot wieder nicht getroffen. Es ist... Der pingt den gerade hin. Das war schon so. Ich treffe die Scheiße eh nicht. Ich ping irgendwo hin. Fühl ich. Und... Zitadelle! Boah, Alter, was? 51.000 waren das gerade, oder? Was war das? Oh, F-Skill ist noch an. Durch Wettrüsten, jetzt kann man sogar zweimal schießen, während der Skill noch an ist. Macht den F-Skill noch viel stärker, als er eh schon ist. Und meine Freunde, diese Salbe kloppt rein, oder? Die geht perfekt rein. Perfekt vorgehalten. Bisschen weit hinten. 10.000. Oh, oh. Nachladezeit. Alter, die Nachladezeit. 18.5. Und geht raus. Pass auf die Kronstadt. Die 400k. Die 400k sind fast erreicht. Komm, das geht jetzt voll mittig rein. Wieder ein Ticken zu weit hinten. Aber egal. Jawoll! Boom! Und zu Ende. 410.000 Damage. Wow! Wow! Warum die Gegner jetzt verloren haben, weil sie haben ja sogar noch ein U-Boot gerade, was rumfährt, weil die U-Boote nicht mal als normale Schiffe gelistet werden, weil die halt keiner mag. Deswegen ist die Runde vorzeitig beendet. Nein, die Gegner sind im Minuspunktebereich gekommen. Deswegen wurde das Ganze beendet. Nur deswegen. 410.000 Damage, 2 Kills, eine Zitadelle gemacht, 104 Treffer, Alter, eine Zitadelle, 410.000. Total krank. 3.000 Grund-EP, U-Boot, Schliefen, 2.200 Grund-EP, Yamagiri, 2.200, Z2, boah, ja, das ist richtig geil, die Idee ist hier. Loben. Das ganze Team war richtig gut, außer der hier. Das ganze Team war sonst richtig gut. Ich meine, 9er in der 11er Runde. Boot Island, der ist auch bloß in Tod gerascht, warum auch immer. Andere U-Boot hat nicht viel gemacht, aber... Gut gespielt hier vom Team. Richtig, richtig gut gespielt. Und Linear Nera hat natürlich hier richtig reingekloppt. Wir gucken mal ganz kurz. Kronstadt 84.000 mit 11 Treffern. Sandra 38.000. Patri 96.000 mit 25 Treffern. Mecklenburg 17.000 mit 79.000 Treffern, ja. 79.000 Schaden mit 17 Treffern. So rum. Der Shadow Dancer wieder 25 Treffer, 60.000. Und Kurfürst 14 Treffer, 46.000. Ach, die Satsuma. Die Satsuma ist ein Monster in 14 Minuten. 14 Minuten 39. Ich hatte ja schon gesagt, es sieht so aus, als ob das hier eine schnelle Runde wird. Wurde es in dem Sinne ja auch. Ich meine, 14 Minuten ist okay. 11 Minuten, 10 Minuten, das ist immer so Kotzgrenze. Aber trotzdem super gespielt. Klar, durch Wettrüsten hier die Daten jetzt nach oben begradigt. Aber was soll ich euch sagen? Wettrüsten ist normal in den Zufallsgefechten drin. Daher ist das hier eine ganz normale Runde, die in den 400k-Club gehört. Und wenn das so einfach ist mit Wettrüsten, meine Freunde, dann schickt mir doch mal bitte eure ganzen Satsuma 400k-Runden, die ihr alle schon gemacht habt. Bin mir sicher, da werden sehr viele heute noch bei mir ankommen. Linear Nera,
bam, richtig geil gemacht, ne? Da gibt's die Krado Fist, aber so richtig. Wunderschön gespielt, dem TK4-Clan alle Ehre gemacht, kann man nicht anders sagen. Weiterhin so geile Runden, aber bitte bloß, wenn du bei uns mit dem Team spielst, unterwegs in Team Grün denn dabei bist. Ich möchte dich nicht als Gegner haben. Sehr, sehr treffsicher mit der Satsuma. Und bei der Satsuma, das sieht immer so super einfach aus, ist es aber gar nicht, weil die Granaten unglaublich langsam in der Luft unterwegs sind. Da musst du immer sehr weit vorhalten. Und das hat Linienera hier wunderbar gemacht, kann man nicht anders sagen. Zwei, drei Salven, die gingen mal daneben. Mein Gott, das ist Pech. Mecklenburg hatte weggelenkt, vorhin der eine hat auch ein bisschen weggelenkt. Kann immer mal passieren. In der Satsuma kannst du relativ leicht ausweichen, wenn du aktiv auf die Granaten, auf den Beschuss achtest. Und wenn du nicht zu dicht dran stehst, weil du hast sehr viel Zeit auszuweichen. Aber sonst alle anderen Salven wunderbar die Gegner hier vernichtet. Sogar ein bisschen Plus gemacht, 700.000 hier Plus gemacht, ne? Für alle, die mal rumjammern, Superschiffe machen bloß miese. Selbst ohne Premium hätte man Plus gemacht, ja. Muss halt bloß meine 400k-Runde drücken. Wo ist das Problem? Wenn ihr selber mal so geile Runden habt, 400k aufwärts, 300k etc., schickt mir die an teamcrado@googlemail.com. Einfach die E-Mail dann schreiben, kleinen Text dazu, der Bild von der Endauswertung, die erste Seite, die wir hier sehen, bitte mit zupacken. Seht ihr, wenn ihr das Replay selber nochmal startet am Ende auch, könnt ihr dann einfach da einen Screenshot machen. Die eine Seite reicht aber auch. Und das Replay nicht vergessen, aus euren Replay-Ordner ziehen, der ist im World of Warships-Ordner versteckt. Dort das Replay einfach dann auch mit in die E-Mail. Achtung, die werden nach der Zeit gelöscht, die Replays. Gleich rausziehen nach der Runde, nicht, dass es nachher weg ist. Bewertet nicht vergessen, eure Meinung zu dieser 400k-Runde gerne in die Kommentare. Linienera, weiterhin so geile Runden. Und schönen Gruß an den TK4-Clan, die übrigens noch Leute suchen. Daher schaut bei uns mal auf Discord vorbei, da könnt ihr euch bewerben.